wie du Alkohol aufhören kannst zu trinken, damit du mehr in deine Kraft kommst, damit du mehr Lebensfreude verspürst und deine ja, Probleme bei den Wurzeln packst. Das ist also nicht so schlimm. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich bin Business Life Coach und Mutmacher-Mentor. Wenn du Probleme hast mit Alkohol, dann ist das Video für dich. Falls du gerne Alkohol trinkst und sagst, das ist Blödsinn, warum soll man Alkohol aufhören zu trinken, dann ist das Video nicht für dich. Schalt gleich weg. Ansonsten bleib dran, wenn du wissen willst, warum wir Alkohol trinken, was die negativen Folgen von Alkohol sind für unseren Geist, für unseren Körper und auch makroökonomisch gesehen. Und wie du es natürlich schaffst, davon wegzukommen. Also bleib bitte dran. Und vorher erzähle ich dir noch kurz meine eigene Geschichte und den Hintergrund, warum ich dieses Video mache. Ich war vor kurzem auf dem Oktoberfest. Das ist ja erst seit ein paar Tagen wieder vorbei. Seit zwei Jahren hat es wieder stattfinden dürfen. Nach 2 Jahren. Und ich wollte gar nicht hingehen, aber ich hatte französische Kumpels da. Der eine war auf einer Fortbildung in der Nähe von München. Er sagte, hey, können wir nicht aufs Oktoberfest gehen? Da ich sagte, okay, können wir machen. Dann habe ich meinen anderen Bekannten angerufen, der Beziehungen hat, um noch kurzfristig einen Platz zu organisieren. Das hat auch geklappt. Also sind wir hingegangen. Ich war mit der Einstellung unterwegs, dass ich keinen Alkohol trinke und mir das Ganze mal so anschaue und nur mal das Ganze wahrnehmen, wie das Oktoberfest so abläuft. Wir waren auf der traditionellen Wiesen, also da, wo es ein bisschen ruhiger abgeht. Auf jeden Fall saß ich dann auf meinem Biertisch, die Musik hat gespielt, es war eine super Stimmung. Und dann dachte ich mir, was bringt die Leute eigentlich dazu, Alkohol zu trinken? Was hat mich auch dazu gebracht, viel Alkohol zu konsumieren in meiner Vergangenheit? Zum einen war es ganz für mich wichtig, dass es, oder ist es für die Menschen wichtig, weil es ein Teil von unserer Gesellschaft ist, es ist ein Teil von unserer Kultur, es ist ein Teil von unseren Gewohnheiten, dass wenn wir ausgehen, wenn wir ein gutes Essen zu uns nehmen, wenn wir in ein Stadion gehen oder in eine Sportveranstaltung, dann trinken die meisten Bier. Weil zum einen, ja, wie gesagt, gehört es dazu irgendwie. Es soll ja die Stimmung steigern. Deswegen wird auch eben speziell in Fußballstadien Bier verkauft, dass die Menschen auch entsprechend in einer Energie sind, um ihre Mannschaft zu unterstützen und dadurch ein Heimvorteil dargestellt wird. Zum anderen ist es auch so, dass ich meinen Mut dadurch antrinken konnte, oder viele trinken sich den Mut an, wenn ich mir überlege, wie oft ich Dinge nicht ausdrücken konnte, bevor ich Alkohol getrunken habe. Und dann wird man ja, dann geht die Hemmungen runter und auf einmal fängt man los, loszuplappern und mit Menschen zu sprechen, die man gar nicht kannte. Bestes Beispiel ist in der Disco, wo dann auch natürlich die Laune damit und die Stimmung ein wichtiger Grund ist, warum Leute trinken sollen. Aber wenn man sich anschaut oder wenn du noch mal in die Disco gehst, dann schau dir mal an, wie viele Menschen, bevor sie nicht angefangen haben zu trinken, weil es dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten, bis der Alkohol dann im Körper seinen Effekt auslöst, diese Hemmungsschwelle eben zu reduzieren, ist kein Mensch auf der Tanzfläche. Jeder steht draußen, trinkt und keiner tanzt. Und erst wenn dann der Alkoholeffekt einsetzt, trauen sie sich dann auf die Bühne zu gehen. Was für mich auch wichtig war, ist, dass ich meine Sorgen und meine Probleme dadurch verdrängen konnte. Ich hatte Angst davor, meinen Job zu wechseln. Ich hatte Angst davor, meiner Ehefrau, meiner damaligen, meine Meinung zu sagen. Und das Ganze habe ich mir dann entweder weggetrunken und habe es wieder vergessen und gesagt, ah, das ist nicht so schlimm. Oder ich bin dann aggressiv geworden und habe ihr entsprechend meine Meinung so gesagt, wie ich es hätte nicht sagen sollen, nämlich aus der Wut heraus, aus dem ganzen Frust, der sich da aufgestaut hat, weil ich dadurch meine Hemmungen eben reduziert hatte. Ein weiterer Grund, warum ich getrunken habe und weil es auch viele Menschen machen, ist aus Langeweile. Wenn ich zu Hause alleine war, dann habe ich mir ein Bier aufgemacht und wie es mal ein Kumpel von mir gesagt hat, ich bin nicht alleine, ich habe den August und die Tina bei mir. Was er damit meint, das ist das Augustinerbier, eine Brauerei aus München, mit der er sich dann die Zeit vertrieben hat und Spaß natürlich hatte. Alles das darf man nicht vergessen, ist gewollt, dass wir diese Einstellung zum Bier, zum Alkohol genommen haben, weil dahinter eine übermächtige Industrie steckt. Alleine in 2021 wurden über 1,4 Billionen Dollar
weltweit umgesetzt. Also ist ein großer Weltmarkt, was auch erklärt, warum Alkohol nicht verboten ist, warum es an junge Leute ab 16 verkauft werden darf, warum uns immer wieder propagiert wird, ah, ein Glas am Tag ist nicht schlecht und so weiter und so fort. Letztlich, was es aber kreiert, ist diese Abhängigkeit, ist eine Sucht. Und wie schon in meinem letzten Video zur Pornografie gesagt wurde, oder was ich gesagt habe, ist, egal wie oft du es machst, wenn du es häufig machst, wenn du regelmäßig machst und du es gerne aufhören würdest zu tun, aber schaffst es trotzdem nicht wegzukommen, dann ist es definitiv eine Sucht, eine schlechte Angewohnheit. Und was es für Folgen hat, dieser Alkoholkonsum, und wie du es wegwerden kannst, wie du es loswerden kannst, das erkläre ich dir gleich. Also bleib noch mal kurz ein paar Minuten dran. Bevor wir uns auf die Folgen konzentrieren, schauen wir uns mal kurz das Wort Alkohol an. Woher kommt es eigentlich? Der Ursprung von diesem Wort stammt aus dem Arabischen, heißt Al-Kul, was nichts anderes heißt als körperfressender Geist. Oder auch, wenn man es aus dem Englischen herauszieht, dann steht es Kul für Ghul. Und ein Ghul ist ein Dämon, der Menschen frisst. Wenn man auch weitergeht und schaut sich den Mittleren Orient an und was dort die Alchemie über Alkohol sagt, beziehungsweise was sie mit Alkohol macht, ist, dass sie festgestellt hat, dass Alkohol die Seelenessenz aus einer bestimmten Substanz, aus einer Mischung, aus einem Körper herauszieht. Also, das heißt, wenn du Alkohol trinkst, aus spiritueller Sicht, ist es so, dass dein Geist deinen Körper verlässt, weil Alkohol, wie wir wissen, und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, unseren Körper vergiftet. Deswegen entscheidet der Geist, den Körper nur noch an der Leine zu halten und macht deshalb den Platz frei, weil der Körper auch auf einer niedrigen Schwingung ist, für Wesen, die dann das Unwesen mit unserem Körper treiben. Das ist mit ein Grund, warum manche Menschen wie verwandelt sind, wenn sie Alkohol getrunken haben, besonders ein bisschen viel. Und auch, warum es mir mein Yoga-Lehrer und auch Experten des Yogas gesagt haben, dass man unter dem Einfluss von Alkohol mindestens 48 Stunden nicht meditieren soll. Weil was bringt es mir zu meditieren, wenn ich nicht mit meinem Geist, mit meinem Inneren in Verbindung komme, sondern mit etwas, was von außen kommt, was eher schlecht für mich ist und für mein Wesen. Dann lasse ich doch lieber sein und warte mit dem Meditieren, bis ich ja, 48 Stunden, 72 Stunden maximal, bis der Alkohol vom Körper wieder abgebaut wird. So, schauen wir auf die körperlichen negativen Effekte von Alkohol. Zum einen dauert es 5 Minuten, bis der Alkohol in deine Blutbahn gerät. Dann dauert es nochmal 10 Minuten ungefähr, bis der Alkohol in dein Gehirn kommt. Was passiert dann im Gehirn? Der Alkohol stört die Kommunikationswege, die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen, was dazu führt, dass, wie schon gesagt, deine Hemmungen niedriger werden. Deine Hemmungen sind gestört, was auch den Hunger betrifft. So heißt, du bekommst mehr Hunger, wenn du mal Alkohol trinkst. Deswegen wird es ja auch im Restaurant, im Lokal vorm Essen serviert. Und zum einen stört diese gestörten Kommunikationswege führen auch dazu, dass deine Wahrnehmung nachlässt, dass dein Erinnerungsvermögen nachlässt und auch deine Lernfähigkeit. Und all das, weil im Hippocampus, in dem Teil vom Gehirn, die Funktionsfähigkeit um einiges reduziert wird. Außerdem führt Alkohol dazu, dass dein Gehirn schwindet, es wird zur Gehirnschwund aufgrund von Vitamin B1-Mangel. Dann wird die Fettverbrennung reduziert und es entsteht auch eine Gefäßerweiterung, was mit sich bringt, dass dein Herz stärker schlagen muss, weil du musst dir so vorstellen wie ein Wasserschlauch. Je größer der Wasserschlauch ist, desto höher musst du den Druck aufbauen, um Wasser durch den Schlauch zu pumpen. Und genauso ist es beim Herz. Dann hat Alkohol auch noch eine negative Auswirkung auf deinen Verdauungstrakt, weil Alkohol die Darmzellen zerstört und beschädigt. Und dadurch ist jede Art von Nahrungsaufnahme, egal ob sie gesund ist, bio oder ungesund, für deinen Körper schädlich. Und des Weiteren bindet Alkohol auch noch die Nahrung, was auch dazu führt, dass dein Hungergefühl gesteigert wird. Dann kann Alkohol zu Hautausschlägen führen, es führt zu Übersäuerung und Vergiftung. Weil dein Körper den Alkohol als Gift ansieht, kümmert sie sich mehr um die Ausleitung, und das erklärt sich auch darum, dass du öfter auf die Toilette musst, wird dieses Gift durch den Harn ausgeleitet.
Aber andere Gifte, die in deinem Körper schon sind oder auch gleichzeitig reinkommen, um die kümmert sich der Körper dann eben nicht. Und daher besteht die Gefahr, dass du übersäuerst, dass du dich vergiftest. Und ja, die Übersäuerung, weil wirst du vielleicht wissen, die ist die Grundlage oder die Ursache für viele herkömmliche Krankheiten. Dann ist noch zu erwähnen, dass Alkohol sich auch negativ auf deine Muskeln auswirkt, denn Alkohol reduziert die Eiweißsynthese. Wie du weißt, Eiweiß ist wichtig für den Muskelaufbau. Also wenn du Sport machst, wenn du Krafttraining machst speziell, dann vermeide, nachdem du Alkohol getrunken hast, mindestens 48 Stunden danach, dass du Sport machst, Krafttraining, was auch immer. Was mich bestätigt hat, aufzuhören, Alkohol zu trinken, ist eine Studie, der Link ist in der Beschreibung, in der es darum ging, dass Alkohol dazu führt, dass der männliche Körper verweiblicht. Warum ist das so? Weil wenn du Alkohol trinkst, dann ist der meistens aus Pflanzen hergestellt, oder im größten Teil der Fälle. Und in diesen Pflanzen ist ein sogenanntes Phytoöstrogenhormon drin, was ein Enzym in unserem Körper aktiviert, namens Aromatase, das wiederum dazu führt, dass die Umwandlung von Testosteron in Östrogen, also sprich von dem männlichen Sexualhormon in das weibliche Sexualhormon stattfindet. Und diese Umwandlung führt unter anderem dazu, dass du, wenn du viel trinkst, und siehst du bei vielen Männern auch, die viel trinken und überleben lang, dass sich Brüste bilden, dass ihre Brustwarzen anfangen zu jucken oder zu ja, weh zu tun. Und Hodenschwund kann einsetzen und außerdem Erektionsstörungen. Ein Zweck ist, dir die möglichen Konsequenzen aufzuzeigen von Alkoholkonsum, speziell erhöhten Konsum. Ich habe für mich entschieden, dass ich aufhöre, Alkohol zu trinken, weil es erstens ja, nicht gesund ist und zum Zweiten bringt es mich von meinem wahren Sein weg. Es reduziert meine Wahrnehmungsfähigkeit, meine Lernfähigkeit. Und für mich ist das Wichtigste im Leben, mehr zu lernen, aus mir herauszuwachsen und das Maximale aus meinem Leben zu machen. Und ich habe Alkohol für mich als Bremse und als Blockade, als Hürde gesehen, um maximal viel aus meinem Leben zu machen. Und natürlich hat Alkohol auch einen finanziellen Aspekt, denn wenn du täglich ein Bier trinkst, hochgerechnet aufs Jahr, sind es mehrere hundert Euro, die du ersparen kannst. Und ist es dir wirklich wert, deine Gesundheit langfristig damit zu schaden? Ich weiß nicht, das liegt dir an deiner Entscheidung. Kannst du gerne kommentieren, was du mit Alkohol auch generell in Verbindung bringst und warum du trinkst. Jedenfalls hat die CDC, eine Gesundheitsinstitution in den USA, festgestellt, dass im Jahr durchschnittlich 140.000 Tote es gibt aufgrund von Alkoholkonsum, was bedeutet, dass es eine Reduzierung der Lebenszeit von 3,6 Millionen Jahre bedeutet. Und zu guter Letzt bedeutet es für die USA alleine einen Verlust an ökonomischen von 250 Millionen Dollar pro Jahr oder 2 Dollar pro Drink aufgrund der Folgen von frühzeitigem Versterben dieser Alkoholkonsumenten. Kommen wir zu den Schritten, die du unternehmen kannst, wie du Alkohol aufhören kannst zu trinken, damit du mehr in deine Kraft kommst, damit du mehr Lebensfreude verspürst und deine ja, Probleme bei den Wurzeln packst. Denn du musst akzeptieren, dass es eine Sucht ist, es ist eine schlechte Angewohnheit. Du hast jetzt erfahren, was es für langfristige Folgen hat auf deinen Organismus, auf deinen Geist. Und wenn du wirklich zu dir kommen willst, wenn du wirklich glücklich in deinem Leben sein willst, dann darfst du aufhören, alles, was schädlich ist für dich, alles, was dich von dir wegkommen lässt und dich zerstört, darfst du auch. Was hilft, wenn du nicht sofort aufhören willst zu trinken, das ist ein Prozess, den du dir da ja, zugestehst, dann würde ich dir vorschlagen, und das habe ich auch gemacht, dass du jedes Mal, wenn du getrunken hast, speziell bevor du ins Bett gehst, dass du dir einen Esslöffel Natron nimmst oder Natriumbicarbonat, das ist die chemische Ausdrucksweise. Ein Glas Wasser tust und dann vorm Bett gehen trinkst, weil Natron neutralisiert die Gifte und auch und macht deinen Körper basisch, weil Alkohol erzeugt Säure, ist ja auch Kohlensäure in den meisten alkoholischen Getränken. Also machst du deinen Körper dadurch wieder basischer und wie schon gesagt, wenn du diese Übersäuerung nicht zulässt, vermeidest du auch langfristig viele Krankheiten. Des Weiteren schlage ich dir vor, mehr Sport zu machen, dich zu aktivieren, dich zu bewegen, in die Natur rauszugehen und Dinge zu finden, die dir Freude machen. Aktivitäten, die deinen Körper stärken, dein Immunsystem stärken. Denn dein Alkohol kann dadurch besser
ja aus dem Körper ausgeschieden werden. Es ist ja nichts Irreversibles, sondern es kann wieder gut gemacht werden. Wenn du nur einen Monat lang nichts trinkst, dann regenerieren sich deine Organe wieder, die sich auch in Mitleidenschaft gezogen haben, wie die Niere, die Leber. Also tu was, was dir Spaß macht, denn Alkohol lässt ja auch Dopamin entstehen, dieses Glückshormon, das dich euphorisch werden lässt. Und das sollst du ersetzen. Dein Körper fordert immer wieder diese Glücksmomente, dieses Glücksgefühl. Und dadurch ist es wichtig, dass du nicht irgendwas machst, speziell was den Sport angeht, das dir Stress bereitet, sondern das, was dich glücklich macht. Außerdem solltest du jemanden finden, der mit dir darüber reden kann. Ich zum Beispiel habe meinen besten Freund, von dem ich wusste, dass er mich verurteilt, wenn ich ihm sage, dass ich jeden Tag ein Bier getrunken habe, ein, zwei Stamperl rum, um runterzukommen, um mich ja zu beruhigen, dem Stress zu entkommen, überhaupt meinen Alltag zu bewältigen und auch meine Ehe auszuhalten und die katastrophalen, aggressiven Bedingungen, die da geherrscht haben unter meinem Dach. Also finde jemanden, der neutral ist, der dich nicht bewertet und beurteilt. Rede darüber. Du musst nicht unbedingt zu den anonymen Alkoholikern gehen, sondern finde jemanden, es kann auch ein Psychiater sein oder ein Coach, ein Mentor, der dich wieder rausbringt und dir erklärt, ja, was Alkohol mit dir macht und wie du davon wegkommst. Und reden ist ja schon oft der erste Schritt, darüber offen zu sein, dass du etwas ändern kannst in deinem Leben. Dann würde ich auch jegliche Versuchung eliminieren. Das heißt, wenn du noch Alkoholflaschen zu Hause hast, wenn du noch Leute hast, die gerne mit dir ausgehen würden, die immer wieder Bier zu dir mitbringen oder was zum Saufen, dann nimm Abstand von diesem. Wenn du wirklich dich entscheidest, aufzuhören, dein Leben wieder in die Hand zu nehmen, Eigenverantwortung zu übernehmen, dann lass diese Leute von dir weg. Wir sind ja immer ja das Produkt aus den fünf Menschen, die um uns herum sind. Aber wenn du um dich herum Trinker hast, die Alkohol vergöttern und für die das lebenswichtig ist, dann lass diese Leute weg. Du kannst, solange du es nicht geschafft hast, wegzukommen, grenz dich ab, mach dein Ding, such dir Menschen, wenn du den sozialen Kontakt nicht meiden willst, die ähnlich drauf sind wie du, in der Richtung unterwegs sind, die es schon geschafft haben. Lass dich von ihnen inspirieren, Dinge erklären, unterstützen und dann schaffst du es auch viel leichter wegzukommen. Ich kann dir nur sagen, wie bei meiner Kundin, die hat zwar kein Alkoholproblem gehabt, aber sie hatte ein Problem mit ihrem Ex-Mann und hatte noch so viele Dinge von ihrem Ex-Mann bei sich zu Hause stehen. Wie wirst du dann, wenn du ständig mit irgendwelchen Objekten in Verbindung kommst, die anschaust, wie wirst du dann diese Person vergessen? Und genauso ist beim Alkohol. Du kannst nicht Flaschen vor dir haben oder Poster oder Videos anschauen oder Filme anschauen, wo gesoffen wird, wo Party gemacht wird und dann versuchen, mit dem Trinken aufzuhören. Das ist fast unmöglich. Ganz wichtig ist auch, dich zu fragen, warum du getrunken hast und warum du aufhören willst. Und das, warum du angefangen hast, ist noch wichtiger, als warum du aufhören wirst. Ich habe zum Beispiel angefangen, weil ich keinen Mut hatte. Ich wollte zu den Menschen dazugehören. Ich wollte Party machen. Ich wollte ausgelassen sein. Ich wollte meine Probleme vergessen. In der Schulzeit schon angefangen, wenn ich schlechte Noten hatte. Dann habe ich wieder daran gedacht, am Wochenende, das Wochenende kommt bald und dann besaufe ich wieder und dann war wieder eine Zeit lang Ruhe. Dein Körper ist dann natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen, aber das habe ich in Kauf genommen. Hauptsache, ich habe mal wieder alles vergessen und habe ausgelassen gefeiert. Das war die Hauptsache und irgendwie, ja, man gewöhnt sich das dann so an, dass alles zusammengehört, gute Musik hören, Bier trinken, sich besaufen und das alles nur, weil man sein Leben nicht wirklich in den Griff hat, nicht liebt und auch sich selbst nicht damit ja, in Verbindung bringen kann, alles, was man so erlebt, dass es nicht seins ist, dann ist es so ein Fluchtversuch und der findet durch den Alkohol statt und deswegen habe ich auch beschlossen aufzuhören. Also fang an, dir die Ursache des Übels anzuschauen, wo sitzt der und dann frag dich auch, was es für einen positiven Effekt hat auf dein Leben, auf deinen Alltag, auf deinen Mitmenschen, wenn du sagst, ey, ich höre auf zu trinken. Die Entscheidung überlasse ich dir. Schreib's gerne in die Kommentare, was dich dazu getrieben hat und was deine Motivation ist, aufzuhören, würde mich wirklich brennend interessieren. Du kannst nicht aufhören mit irgendwas, ohne es durch was Neues zu ersetzen. Und das Neue darfst du dann entscheiden, was wirklich ist und was sich für dich richtig anfühlt, was dich auch weiterbringt. Für mich zum Beispiel war es
meine Selbstständigkeit, mein Selbstbewusstseinssteigerung, meine Entwicklung als Person, als Vater, als Vorbild, als Mentor, habe ich mir gesagt, ich darf vollkommen in meiner Kraft sein und ich liebe es auch zu meditieren. Also wenn ich weiß, dass Alkohol trinken sich schädlich aufs Meditieren auswirkt, warum soll ich dann weitermachen? Und ich meditiere gerne jeden Tag und ich nehme mir die Zeit dafür, weil ich dann immer wieder zu mir zurückkomme, meine Gedanken kontrolliere. Und all das führt dazu, dass ich entschieden habe, Alkohol aufzuhören zu trinken. Also such dir eine Tätigkeit, die das Alkoholtrinken ersetzt. Für mich ist es auch Videos machen, so wie das jetzt hier. Da darf ich auch maximal in in meinem ja, kognitiven Dasein sein, maximal aufnahmefähig sein. Und das alles passiert nicht mit Alkohol. Schau dir an, was du brauchst, was du in deinem Leben finden kannst, das dich so erfüllt, dass es diese Lücke, die aufgerissen wird in deiner körperlichen Funktionsweise, wenn du Alkohol aufhörst zu trinken, dass sie ersetzt wird. Und zu guter Letzt, was sich für viele als unglaublich anhört, aber für mich hat es wirklich das meiste gebracht, indem ich mir einen Plan zugelegt habe. Einen Plan, der mich mehr zu mir bringt, der mich wieder früh aufstehen lässt und mich sagen lässt, hey, heute habe ich wieder was zu tun, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe Spaß daran, mich selbst zu entwickeln. Ich habe Spaß daran, kreativ zu sein, Videos zu machen, Beiträge zu leisten, dass die Menschen bewusster werden, dass sie mehr in ihre Kraft kommen, in ihre Energie kommen und auch frei sind. Und was heißt frei sein? Frei sein heißt nichts anderes als bei dir sein und dich wirklich verstehen und dich zu lieben und dich preiszugeben und über deine Gefühle zu sprechen und dich als Person zu zeigen, so wie du bist, mit all deinen Makeln, mit all deinen guten Seiten, aber auf jeden Fall so zu sein, wie du bist und dann am Ende deines Tages glücklich und dankbar einzuschlafen und sagen, heute habe ich wieder keinen Tag gemisst, keine Möglichkeit ausgelassen und am Ende deines Lebens, der kumulierte Effekt wird dann der sein, dass du sagst, ich hatte keine Reue, ich habe das gemacht, was mir im Herzen lag, ich habe aus meinem Herzen gesprochen und ich hoffe, das kommt rüber, ich hoffe, das Video hat dir auch gefallen und dazu beigetragen, dass vielleicht deine Perspektive, deine Einstellung zum Alkohol sich geändert hat. Wenn es der Fall ist, dann hinterlass mir ein Like. Wenn nicht, dann gerne auch ein Dislike. Abonniere meinen Kanal, wenn du noch mehr erfahren willst über Persönlichkeitsentwicklung und auch die Geschäftsentwicklung. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Setz die Glocke drunter, wenn du alarmiert werden willst. Bis dann. Ciao.